Herzlich willkommen bei Malkiels Podcast Energiereich Glücklich und herzlich willkommen heute beim Wochenorakel. Ich freue mich, dass du den Weg zu mir gefunden hast und es erwartet uns von den Sternen eine ganz harmonische Woche. Jupiter ist die einzige Aspektion mit Neptun in der Verbindung. Das heißt, wenn du gerade auch dich selber in einem Erwachungs- oder Aufstiegsprozess fühlst oder mehr hingezogen fühlst zu deiner eigenen Spiritualität, dann ist diese Woche genau die Woche, in der du das Ganze natürlich hervorragend fördern kannst. Also hier haben wir eine wunderschöne Aspektion, mehr zu deinem inneren Selbst zu finden, aber auch den Weg deiner Bestimmung zu finden. Und das ist doch mal richtig schön. Des Weiteren hat die Woche jetzt vom 10. bis zum 16. dann auch nochmal den Portaltag des Weißen Magiers am 11.2. Für mich selber ein ganz wichtiger Tag, denn dort begannen die Marienerscheinungen in Lourdes. Und ihr wisst ja, dass Lourdes meine Kraftquelle ist für meine ganzen Energiebooster und für die Arbeit in deinem Energiefeld. Ja, dieser Tag ist nur für die Member, also wenn du mal magst, schau doch auch gerne mal in meinen Member-Bereich rein. Den Link findest du natürlich in der Infobox von dem Podcast. Ja, und diese Zeremonie, die gibt dir den Flow zurück, den Selbstwert, löscht die Zweifel aus und hier geht es wirklich in die göttliche Erfüllung. Das ist am 11. und am 14.2. ist nochmal eine Monatszeremonie, an der jeder teilnehmen kann für 20 Euro. Das ist Valentin von Terni, die Zwillings- und Dualseelen-Zeremonie am 14.2. Am 15. haben wir Portaltag. Dort geht es um die Selbstliebe, um die Reflexion, um die Erneuerung deiner Selbst. Und am 16. haben wir ein Zeitfenster. Und das erste von zwei Zeitfenstern, das ist Zeitfenster der Vergangenheit. Also hier können wir wirklich Prozesse und Dinge aus unserer Vergangenheit erlösen. Am Sonntag für die Zeremonie kannst du mich gerne anschreiben, auch per WhatsApp, wenn du dabei sein magst. Der Tag ist übrigens auch ein Schwenntag. Das bedeutet in diesem Falle auch hier wieder Kraft und Schutz erneuern lassen, damit wir gut über diesen sozusagen schwarzen Tag hinwegkommen. Jetzt schauen wir mal, was das Tarot uns hier noch sagt. Die Woche wird hier arbeitsam, die Arbeit an deiner selbst mit 3 Münzen. Aber auch du kommst hier als Königin der Münzen herein. Also es geht wirklich darum, den eigenen Spirit zu finden. Der Eremit ist dabei, das heißt, das innere Licht wieder erleuchten, erstrahlen zu lassen. Und ich wünsche dir eine energiereiche und glückliche Woche. Schau auch gerne mal auf den Link www.energiereich-glücklich.de. Wenn du an meiner Jahresausbildung teilnehmen willst, kannst du dich unter dieser Seite bei mir bewerben. Bis dahin, alles Gute, dein Malkiel.